Pfeife, ey, Micho. Sie sind hochqualifiziert, das spüre ich jetzt schon. Was für ein Empfang! Leute! Großartig! Guten Abend, herzlich willkommen. Mike Freini, ich freue mich, dass Sie hier sind, dass wir gemeinsam hier diesen Abend verbringen können im Wiener Prater, bei der Praterbühne. Ein Best-of! Und Sie werden jetzt überrascht sein, wenn ich Ihnen Folgendes erzähle. Bei einem Best-of, da denkt man zurück, wie das war, wie man begonnen hat vor 10, 20, 30. Aber was sage ich? Vor 33 Jahren habe ich 1988 begonnen, Kabarett zu spielen im Wiener Graumann-Theater, kleines Kellertheater. 30 Sitzplätze wären es gewesen, wenn das voll besetzt gewesen wäre. Haben wir nie gehabt, 30, das war ehrgeizig. Damals noch oft gespielt für kein Geld, war einfach so. Lernen, es war großartig, gemeinsam mit Nia, mit Rupert Henning, mit Michael Weger, mit der Barbara Raunecke, es war eine Athletenschmiede. Lauter junge, ambitionierte Kabarettistinnen und Kabarettisten, Wien wie nie. Eine kabarettistische Revue ist gespielt worden. 8 Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne, plus ein Pianist. Unten im Publikum, unser Minusrekord, 5 zahlende Zuseherinnen und Zuseher. Die sind nicht einmal gemeinsam gekommen. 2 Paarl und eine Einzelperson. Nach dem österreichischen Theatergesetz, wenn unten weniger sind als oben, muss man nicht spielen. Aber ich sag's Ihnen, wir wollten unbedingt spielen. Und wir haben jeden Einzelnen gefragt, ob er sich das wirklich antun will. Und die haben gesagt, ja, wenn wir schon da sind, kann man was mit dem Preis machen. Ja, das ist, war dann eine wunderschöne Vorstellung. 9 Leute auf der Bühne, 5 unten und es war großartig. Und es ist immer weitergegangen. Und beim drüber nachdenken über die vielen Jahre, komme ich mir wahnsinnig alt vor. Aber wenn ich jetzt ins Publikum schaue, viele von Ihnen sind mit mir mitgewachsen. Einige haben schon Kinder und Kindeskinder mitgebracht. Ich fühle mich so alt. Und ich spüre schon, wie die Entwicklungen der Zeit links und rechts an mir so vorbeirasen. Ich komme nicht mehr mit. Ich meine, ich habe noch immer das neueste Smartphone und das neueste Tablet, aber ich nutze diese ganzen Funktionen nicht. Ich habe es nur, weil es cool ist. Und so, aber jetzt so, ich habe das neueste riesengroße Tablet und habe mir gekauft und das drauf geschaut. Retina-Display, super, super Auflösung. Und ich habe das irgendwie so installiert, wie man so sagt, und dann habe ich mir gedacht, man sieht dann Schaß, man sieht nichts, das ist eine ganz schlechte Qualität. Bin fuchsteufelswild in dieses Geschäft gegangen und habe gesagt, das ist eine Frechheit. Und so ein junger, so ein arroganter junger Verkäufer, die haben überhaupt keinen Respekt vor uns, hat gesagt, ja, Sie sehen das schlecht. Sag ich, was heißt, ja, ich sehe das schlecht. Sagt er, versuchen Sie vielleicht einmal das Tablet ein bisschen weiter wegzuhalten von Ihren Augen. Da habe ich gedacht, ich lege ihm gleich nicht auf. Hab's aber ausprobiert und muss ihm recht geben, ich habe dann wirklich viel besser gesehen. Und dann hat er gesagt, wieso ist denn bei Ihnen das Display so verschmiert? Sag ich, was heißt, was weiß ich, dass du mir ein Klumpert verkauft hast, Rotspur. Und hat er gesagt, wie blättern denn Sie um? Wie tun denn Sie weiter? Sag ich, na, was? Na, zeigen Sie mir's einmal. Sag ich, na, wie ich's gelernt hab. Und ja, da kommt man sich, ich sag's Ihnen, da kommt man sich dann alt vor, das ist furchtbar. Im Laufe der Jahre haben mich natürlich auch viele, viele österreichische und internationale Musiker inspiriert, begleitet. Und oft reicht's ja, wenn man berühmte österreichische Austropop-Lieder nimmt und nur ein paar kleine Silben verändert. Und schon bekommen die Lieder ganz neue Bedeutungen. Ich bin ein großer Fan von Reinhard Fendrich. Ich war da mal Vorgruppe. Wissen Sie wo? Bei der Rapid-Weihnachtsfeier. Ich schwör's Ihnen. Das war Weltklasse. 2.500 wirklich fein gekleidete Rapidler-Fans und Faninnen. Und ich war irgendwann mittendrin, war ich so, und als Höhepunkt Reinhard Fendrich. Und in der Pause ist der Andi Marek, die legendäre Stimme von Rapid, ist in die Garderobe gekommen und hat gesagt zum Reinhard, du bist um 11 Uhr da und du bist der Höhepunkt unserer Show. Ich sag dir nur, unsere Fans sind dann wahrscheinlich schon ein bisschen eingespritzt. Singst du auch I Am From Austria? Hat er gesagt, ja. Sagt er, du. Wenn du da um 11 Austria singst, wirst du deine Weihnachtsgeschenke nicht selber auspacken können, ich sag's dir nur. Und der Reinhard ist ja nicht deppert. Ich schwöre dir, was er gesungen hat. I am from Österreich. Und hat sich so selbst sein Leben gerettet. Ich liebe ihn. Ein schönes Lied mit ein paar neuen Wortwendungen und es bekommt gleich eine ganz neue Bedeutung.
gleich hochromantisch. Weil du jeden Abend trinkst und besoffen Lieder singst, mag ich dich. Weil du immer grundlos lachst, dich mit jedermann verkrochst, brauch ich dich. Weil du launisch bist und mich ständig belügst, weil du mich mit meinen besten Freunden betrügst, weißt an Nerz hast und ein Bergwerk, was ein Wahnsinn ist für mich, steh auf dich. Großartig. Großartig auch der Wolferl. Der Wolferl hat gesungen Lieder von Randy Newman und Hans Moser hat gesungen und Bob Dylan hat gesungen. Und der, ich glaube, er wird jetzt auch bald ein Elvis-Album machen. Das geht dann ungefähr so. Mach's noch einmal. Jetzt. Ah. Bist du einsam heut Nacht? Wirklich einsam heut Nacht? Kann es sein, dass dich niemand mehr liebt? Ha? Was? Was? Heut gibt's keinen Verkehr, nein, weil dein Bettchen ist leer, weil's für dich einfach niemand mehr gibt, so schaut's aus. Liegt der Hauch einer quälenden Wehmut für dich in den Räumen, durch die du nun gehst ohne mich. Das hat den einen Sinn, dass ich nachtragend bin. Hörst, ich hoffe sehr, du bist einsam heut Nacht. Rache! Rache! Ich habe ein Lied geschrieben, wo ich auch sämtliche Hits von Wolfgang Ambros in ein Lied gegossen habe und ich will, dass der wieder Nummer 1 wird. Wenn Sie den Wolferl sehen, sagen Sie ihm, ich habe einen Hit für ihn. Der wird wieder so durchstarten und das singe ich Ihnen jetzt vor, wenn Sie wollen, eingängig, gleich wieder mitsingen. Hau eine! Motorradl fahren, aber nüchtern, weil das ist nicht für mich. Mama, das ist mein echtes Selbstbewusstsein, doch am leibendsten, jawohl, ist auf die Ski, jawohl. Mama, ich glaub, wir wachsen langsam zusammen, ich und die Rose aus Stadtland. Bei der Hofer war es, nein, nicht der, der andere, vom Franzkerhaus. Jetzt ist eine Wohnung frei und verwahrlost im Gemeindebau. Ihr seid super, ich trinke ein Glas, manchmal auch zwei. Dann fallen mir meine Texte nimmer ein. Wurscht, das macht nix, weil die Fans und meine Habara singen eh für mich, nur für mich. Jeden Refrain. Ihr seid die Nummer 1, meine Fans. Mama, Papa, Bruder, was weiß ich, Schwester, haha, Opa, Oma, Obstler, jetzt geht's wieder, geht's schon wieder. Schokolade, Schokolade, zwickt's mich, ich will nimmer.
der großartige Wolfgang Ambosch. Großartig. Wahnsinn. Ich bin aufgewachsen mit Willi Resetaritz, mit Osman Kurti. So schöne Konzerte erlebt. Ich war sogar in der Burg Finkenstein, unten in Kärnten. So eine tolle Stimmung, auch da hinten, das, die rote untergehende Sonne, die Burgzinnen. Er war super drauf, ist immer von Burgzinne zu Burgzinne gehüpft. Er war, glaube ich, gut drauf. Die Leute alle, da geht es hunderte Meter runter. Aber es ist ihm nichts passiert. Und da waren wir, also, ausverkauft. Ausverkauft. Und ich glaube, bei den Kurtianern ist es ja so, wie bei den frühen Christen. Das ist ja total, da gibt es keine Standesunterschiede. Vom Generaldirektor bis zum Hilfshackler sind wir alle gestanden. Kurte! Kurte! Das war. Die haben viele ihre Kinder mitgehabt. Die haben ihre Eltern zuvor noch nie so gesehen. Die haben nie auf die Bühne geschaut. Immer nur auf. Kurte! Immer so eine goldgelbe Bierfahne vor sich herschüttend. Das war. Wir waren Brüder und Schwestern. Das war herrlich. Und ich hab. Ich bin Kurti, ich habe ein Lied für ihn geschrieben. Ich will, dass der auch wieder auch ein großes Comeback hat als Osman Kurti. Und er wird dann auch erzieherische Werte mittragen, damit es im ORF gespielt wird. Und wird uns warnen vor den Gefahren des Nikotin-Geh- und Missbrauchs. Und das kurze Liedl singe ich jetzt vor. Rauchen ist unklug und sieht nicht gut aus. Es ist ungesund und sehr teuer. Man riecht wie ein Iltis und schmeckt wie ein Skunk. Und trotzdem giert man nach dem Feier. Rauchen ist deppert und Rauchen macht schier. Die Nichtraucher finden's zum Spenden. Doch irgendwann müssen auch die einmal sterben. Dann werd ich wohl ein Raucher bleiben. Lass euch nichts gefallen. Ich liebe ihn. Wahnsinn. Ich bin übrigens seit einem Jahr und 7 Monaten Nichtraucher. Ich habe vorher fest geraucht, ja? Jetzt rauche ich nimmer. Ja? Ist vielleicht auch Schuld an der Wampe, aber das ist mir wert. Er ist nicht mehr auf dieser Welt. Mehr als 20 Jahre angeblich ist er gestorben, der Falco. Und ich sage. Und ich hoffe, er hat diesen Unfall nur inszeniert. Und er sammelt Kräfte. Er kommt zurück als Schlagerstar. Warum? Er ist draufgekommen, das rennt, das mögen die Leute. Da gibt's Menschen, die haben nicht einmal halb so viel Talent und Charisma wie er und sind Millionäre. Er kommt zurück und wir singen ein Lied von Rocco Granata. Kennen Sie sich erinnern? Rocco Granata. Marina, Marina, Marina. Ich kann ja kein Italienisch, deswegen habe ich das gegoogelt. Und das heißt übrigens Hafen, Hafen, Hafen. Für alle, die es nicht gewusst haben. Und da wäre es super, wenn Sie mitsingen. Und Sie wissen, wir dürfen wieder singen. Das war ja jetzt mal streng verboten, aber, meine Damen und Herren, ich schwöre Ihnen, ich singe mein Leben lang schon. Und ich habe so viele Studien auch schon gelesen und gehört, dass Singen gut ist für das Immunsystem und für die Abwehrkräfte des Körpers. Und ich sage Ihnen noch was dazu. Ich werde mir das Singen nie wieder verbieten lassen in meinem Leben. Aus welchen Gründen auch immer. Sie müssten singen. Das kommt immer wieder vor. Die Silben sind einfach. Es ist in G-Dur für die Feinspitze. Ich zähle vor 3, 4 und dann geben Sie mir das, was ich Ihnen gerade vorgespielt habe. 3, 4. Ba, ba, ra, ba, ba, ba. Sie haben auch schon lange darauf gewartet, wieder singen zu dürfen. Es war ja großartig. Was ich schon Publikums geschimpft habe bei der Stelle, dass Sie sind hochqualifiziert. Bitte, wird immer wieder von mir abgefordert während des Lieds. Und wenn Sie wollen, können Sie auch den mitgebrachten Partner an der Hand nehmen und Impulse durchschicken und dann gemeinsam in Mutter-Asphaltboden hineinatmen, um eine Gemeinschaft zu bilden, Gebrüder und Geschwistern. Spüren Sie es schon? Hallo Gruppe! Wir musizieren jetzt gemeinsam, bitte! Jetzt! Bravo! Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina! Du kleine, zauberhafte Ballerina.
meine süße Karania. Aber du gehst ganz kalt an mir vorbei. Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein. Ich lud sie ein zu einem Glas Rotwein. Und wie ich frage, Liebling, willst du mein sein? Ja, sieh mir einen Kuss und das ist ja. Marina, 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 dein Schick und dein Charme, der gefällt. Marina, 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 du bist ja die Schönste der Welt. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm und lass mich nicht alleine. Oh, no, 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 no. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm und lass mich nicht alleine. Oh, no, 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 no. Oh, Marino! Ich schau mich um, ich denk doch, ich komm mir vor, als wär ich dumme Flöte auf Farben für das Lied. Denn es so funken, es so schwingen, es so rhythmisch zu einer Schlag, das what we need. Es macht die Haske wieder kalt und du verstehst dann gleich, die Musik ist bei deinem Körper, nicht für den Kopf. Ich wart auf Worte, die mit Kraft und Takt der Geschichte erzählen. Ja, ja, ich block die Gelegenheit beim Schopf. Ah, bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina. Du kleine, zauberhafte Ballerina. Und wärst du meine süße Karamia, aber du gehst ganz kalt an mir vorbei. Sing das Kinderlied, jetzt! Bravo! Doch eines Tages, da traf ich sie im Mondschein. Ich lud sie ein zu einem Glas Rotwein. Und ich frage, liebe, bist du mir vom Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, sagt ihr sie geschossen. Und das hieß wahrscheinlich ja, singt! Jetzt! Yeah. Bravo! Marina, Marina, Marina. Dein Schick und dein Charme, der gefällt ihr seid dran. Marina, Marina, Marina. Baby, du bist die Schönste der Welt. Ein wunderbares Mädchen. Bald sind wir ein Pärchen, du und ich. Komm, lass mich nicht alleine. Oh no, 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 no. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm, lass mich nicht alleine. Oh no, no, no. Marina, sie sind gekommen, um dich zu holen. Aber sie werden dich nicht finden, denn du bist bei mir. Marina! Sie wissen ja, es ist ein Beruf, wo man ganz viele Facetten haben kann. Es gibt da Leute zum Beispiel, die sind jetzt dann ausschließlich Moderatoren im Fernsehen. Ich habe auch ein bisschen im Laufe der Jahre immer wieder moderiert. Ich bin froh, dass ich mich nicht darauf verlassen habe, weil da braucht man nur einmal bei einem Flop dabei sein. Und da muss man nicht einmal schuld sein, dann kriegst du nie wieder einen Fuß in die Tür rein. Gell? Deswegen, ja, Moderation, nein, danke, aber... Leute sind dann verzweifelt, die müssen dann ins nächtliche Werbefernsehen. Da drast dann auf und auf einmal hast du mich dann durch irgendwie, ruf mich an. Oder, anderer Sender. Also wir stellen uns jetzt vor, bei mir wäre Anfang der 90er Jahre in meiner Karriere was schiefgegangen. Ich hätte einen anderen Namen angenommen und hätte mir das Geld beim nächtlichen Werbefernsehen verdient. Und meine Damen und Herren, wenn Sie Interesse an diesem Artikel haben, den ich gleich anpreisen werde, Sie können in der Pause zu mir kommen, wir können über den Preis reden. Hier ist Ihr Mediashop mit den besten Produkten. Hallo, ich bin Alexander Rüdiger und ich präsentiere Ihnen ein sensationelles neues Produkt aus den USA. Es ist der Partyspaß für die ganze Familie. Es besitzt ein aufregendes, innovatives Design und darf in keinem Haushalt mehr fehlen. Wellness, Gesundheit, Hygiene, alle diese Begriffe passen perfekt zum neuen Megafeel Easy Anal Intruder.
Auch ohne Betriebsanleitung können Sie den neuen Megafil Easy Anal Intruder sofort bedienen. Rufen Sie jetzt an und Sie erhalten den neuen Megafil Easy Anal Intruder mit der patentierten Megafil Easy Anal Intruder Hochleistungsdruckpumpe und der Original Megafil Easy Anal Intruder Halterung für Ihre Wand oder Ihren Tisch sowie 3 Fläschchen mit aromatisiertem und hocherhitzbarem Öl in den exklusiven Duftnoten Mandarine, Yin-Yang und Spearminte. Das ist unser sensationelles Angebot an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das neue Megafil Easy Anal Intruder Familienset zum einmaligen Einführungspreis von nur 249 Euro. Die ersten 100 Anrufer erhalten zusätzlich zum neuen Megafil Easy Anal Intruder Familienset 6 Steakmesser gratis. Rufen Sie jetzt an. Das war Ihr Mediashop mit den besten Produkten. Ich bin ja geboren 1965, am 18.01.1965 in Enns, Oberösterreich. Und Dankeschön, danke, danke. Sag ich immer, Geburt ist ja mehr oder weniger keine Leistung. Ich bin einfach dort geboren worden. Ich bin total dankbar dafür. Meine Mama, eine hundertprozentige Oberösterreicherin. Mein Papa, ein hundertprozentiger Tschech. Ich bin ja, bin ein Kind der zweiten Generation. Ja, ich bin auch, ist auch nichts, worauf man stolz sein kann, weil das ist ja, wo man hingeboren wird, wird man hingeboren. Mein Papa ist inzwischen der stolzeste Österreicher, den man sich vorstellen kann. Aber der Nia und ich haben da oft drüber geredet. Wir haben beide österreichische Mütter und dann haben wir beide Väter, die aus dem Ausland in dieses Land gekommen sind. Bei mir ist es ein Tschech, beim Nia ist es ein Iraner. Und ich sage immer, ich habe Glück auch, dass ich nicht ausschaue wie ein orientalischer Teppichknüpfer, weil, na, ganz ehrlich, der Österreicher mag ja den weißen Ausländer lieber. Das ist einfach, ja, als Kaukasier hat man es einfach einfacher. In Enns geboren, Oberösterreich, ich bin da nicht aufgewachsen, aber ich bin ein geborener Oberösterreicher, ich habe oberösterreichisches Blut in mir. Ich liebe den Dialekt oder die Dialekte, da wird in jeder Furche wird anders geredet, das ist in jedem Bundesland so. Aber man könnte verallgemeinern sagen, das Oberösterreichische, das ist so musikalisch, gell? So hupfert, so bis sie singet. Haben Sie es im Ohr? Ich habe einen super, super Satz für Sie. Geh Mama, könnte bitte Butterbrot haben? Das ist, das ist so meine Heimatgefühle. Heimatland, ich hau die so gern, es ist so schön. Ich war letzte Woche mal in Linz, da bin ich über die Landstraße gegangen in Linz und habe den Eingeborenen zugesehen und zugehört. Die reden ja dann so, dann hupfen so, das ist. Ich weiß noch, ich war 17, ich war Leistungsschwimmer und bin Schwimmer gewesen in Gränekirchen im südlichen Müffel. Und die haben damals, also die haben die Göttinnen des österreichischen Schwimmsports gehabt. Und ich war in eine dieser jungen Göttinnen verliebt, aber war so schüchtern, ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen. Sie hat mich angesprochen und hat irgendwann zu mir gesagt: So, jetzt kommst du mit, jetzt gehen wir da ins Pool und nachher werde ich mal gescheit dümpfen. Und ich habe mir damals gedacht, jetzt ist es soweit. 17 Jahre habe ich gewartet. Können zwar alle zuschauen, aber mir ist wurscht, wenn sie mich dümpfen will, dümpfen wir. Und ich kann Ihnen jetzt verraten, die hat mich dümpfen, ich bin noch nie zuvor in meinem Leben so dümpfelt worden. Das war sensationell. Für alle, die es nicht wissen, dümpfen heißt auf Oberösterreichisch untertauchen. Ist doch entzückend, oder? In Wien sagt er der Lebensgefährtin, ich lass dich gleich saufen, Alter. Da stirb ich lieber in Oberösterreich, ich sag's Ihnen, wie es ist. Beim Dümpfen. Ich liebe es. Wahnsinn. Meine Generation, in diesem Land groß zu werden, ich sag, ist ein Privileg. Ich bin so gerne in Österreich und ich hab's super gehabt. Ich bin in eine liebe Familie hineingeboren worden und mein Gott, Schule, das war alles kein Problem. Sportel daneben und musiziert und Mädeln kennengelernt. Es war also die ersten 18 Jahre meines Lebens auf Schiene. Großartig. Und auch so unser Schulsystem, das war so, dass du gedacht, okay, wir sind die nächste Generation und wir lernen jetzt was und dann wird die Verantwortung auf unsere Schultern übertragen werden und wir sind super. Und dann schicken sie die jungen Buben zum Bundesheer, dann gibt es einmal gleich eine am Deckel. Ich weiß nicht, wer von den Herren hat gedient?
Machen wir so einen kleinen Test? Okay, viele von uns. Ich sag Ihnen dann später, warum ich zum Bundesheer gegangen bin und nicht zum Zivildienst. Ich war feig, ich sag's gleich. Aber ich war dann beim Bundesheer und es war so hart, es war schrecklich. Können Sie sich erinnern, es war bei mir 1. Oktober 1983. Ich habe gerade Matura hinter mir gehabt, eine herrliche Jugend. Und dann komme ich zum Bundesheer, seit 6 Uhr in der Früh haben sie mich angeschrien. Burma, die waren um 2 Jahre öder als ich, die haben einen Keks mehr gehabt als ich auf der Schulter, haben Dinge zu mir geschrien, die habe ich zuvor noch nie in meinem Leben gehört gehabt. Ich habe mir gedacht, red mal drüber, was ist dein Problem? Die haben uns angeschrien, wir sind in einer Reihe gestanden, so gut wir konnten, stramm. Neben mir so ein kleines, so ein Dünner aus dem Bezirk Neunkirchen, der hat die ganze Zeit schon durchgeweint. Der hat blärt, das Weiche. Und dann ist unser Kompaniekommandant unsere Reihe abgeschritten, die erste Standeskontrolle, Major Trabosch. Ich habe den Namen leicht geändert, ich weiß, wo der Hundianer wohnt. Na, der Wahnsinn. Er hat sich vor jedem von uns aufgepflanzt mit einem Abstand von exakt 6,5 cm von Nasenspitze zu Nasenspitze und hat uns angebrüllt mit der Lautstärke eines startenden Eurofighters. Das Ganze war begleitet vom Hauch des Todes. Ich schwör's Ihnen, der hat aus der Pappen gestunken. Das können Sie sich nicht vorstellen. Ich hab damals Verdacht gehabt, er ernährt sich von gut abgelegten kleinen Kindern. Ich konnte aber diesen Verdacht nie wirklich verifizieren. Der hat uns angeschrien, gleich neben mir, den Dünnen hat er angeschrien. Wie heißen Sie? So laut, weil das war Wahnsinn. Der hat gleich so zugezockt. Wehrmann Josef Müller. Lauter, ich verstehe Sie nicht, hat der Herr Major geschrien. Wehrmann Josef Müller, Herr Major. Na, alles dann geht ja, muss man alles zweimal sagen. Müller, schaut denn Sie aus, was sind denn Sie für ein Uhagerl? Was ist denn Ihr Vater vom Beruf? Mein Vater ist Gymnasialprofessor für Geschichte und Geografie. Ein Lehrer. Hab ich schon gefressen, die Lehrer. 4 Monate Urlaub und die doppelte Gage von einem tüchtigen Soldaten. Obezara. Ein Lehrer. Was ist Ihre Mutter? Meine Mutter ist nach dem... Der Geburt des zweiten Kindes. Hört's auf zum Blären, Müller, reden's weiter. Sie ist zu Hause geblieben, ist Hausfrau und Mutter. Na, kein Wunder, dass Sie so ein Znichtl sind. Aber ich verspreche Ihnen eines, in den nächsten 8 Monaten werden Sie Vater und Mutter vergessen. Aber Major Trabosch, werden Sie Ihren Lebtag nicht vergessen. Die nächsten 8 Monate kehren Sie mir. Und jetzt stehen Sie einmal grad. Sie, Znichtl, was ist? Schulter zurück, Brust heraus, Bauch hinein, die Arschbacken zusammengekniffen, aus den Fitzlössen die Tränen kommen! Meine Damen, ich erfinde das nicht, die haben so mit uns geredet. Das ist der normale Umgangston für die jungen Männer beim Bundesheer. Habe ich recht, Burschen? Die haben so mit uns geredet, das ist ein Wahnsinn! Der Bub hat weiter blärt, irgendwann ist er vor mir gestanden, der Herr Major. 6,5 cm von Nasenspitze zu Nasenspitze, das heißt, bei mir ist er ein bisschen weiter weggestanden. Hat auch Vorteile, ich sag's Ihnen, wie es ist. Sagt zu mir, wie heißen Sie, ihr Pust? Ich muss laut sein. Ich muss deutlich sein, hab ich gesagt. Mein Name ist Wehrmann Gernot Jedlitschka, Herr Major. Das hab ich Ihnen noch nicht gesagt. Mein Mädchenname ist Jedlitschka. Von meinem Tschechenpapa. Jedlitschka. Julius, Emil, Dora, Ludwig, Ida, Cäsar, Konrad, Anton. Am Cäsar ist er Hatschek. Jedlitschka heißt Tannenbäumchen übersetzt auf Österreichisch. Das finden Sie jetzt lustig, gell? Ja. Ja. Jetzt wissen Sie, warum ich einen Künstlernamen habe. Aber ich bin erst später darauf gekommen, die Tschechen immer am Heiligen Abend. Oh, Jedlitschka, oh, Jedlitschka. Ich kriege aber keine Tantiemen dafür, sag ich Ihnen. Er hat mich angebrüllt, gesagt, wer man gerne hat Jedlitschka? Und er sagt, wie schauen Sie aus? Was sind Sie, ein Bodybuilder oder was? Hab ich gesagt, nein, Herr Major, ich bin Schwimmer. Ich muss dazu sagen, ich war damals Leistungsschwimmer, Spitzensport betrieben und ich war körperlich in einem Top-Zustand. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich war mörderisch beieinander. Ich war ein echtes Cornetto. Man könnte sagen, ein Inuit Cornetto Heidelberg, könnte man sagen. Um politisch korrekt zu bleiben. Ich finde ja, ich bin immer nur ein Cornetto. Lass uns mal ausreden. Ich bin so ein Cornetto, das man seit 20 Minuten in der Hand hat, wodurch die Wärme der Hand, die Waffel schon ein bisschen aufgebogen ist. Manchmal tropft es unten auch schon ein bisschen, aber das ist ein,
Nein, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Also ich damals als junges Cornetto bin da gestanden und gesagt, ich bin Schwimmer, Herr Major. Der sagt, wo sind Sie? Er sagt, ich bin Schwimmer, Herr Major. Er sagt, Jelitschka, Schwimmen ist kein Beruf. Da hat er ein bisschen Pause gemacht und gesagt, haben Sie gehört, Kameraden? Wir haben einen Schwimmer bei uns in der Company. Na, da schau her, der Herr Schwimmer. Da wird es einem gefallen in die Locken, durch die wir am Schleifen werden. Der Herr Schwimmer. Schwimmen ist kein Beruf, Jelitschka, was macht Ihr Vater beruflich? Hab ich gesagt, Herr Major, mein Vater ist Brigadier beim österreichischen Bundesheer. Dann war ganz kurz mal zu hören, so, ach so. Und dann hat er sich gesammelt, der Herr Major hat gesagt, Jelitschka, wieso sagt mir das keiner? Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt, hat er gesagt. Jetzt wissen Sie, warum ich beim Bundesheer gewesen bin. Mein Papa, friedfertiger Mensch, aber das hätte er nicht verstanden. Aber Jahre später, ich war schon ein Anfangs 30er und mit jungen Erwachsenen Selbstvertrauen voll gepackt. Ich bin mit dem Fifi Bissiger von den Hektikern, bin ich gefahren durch Berchtoldsdorf. Wir waren beim Heurigen. Ich habe damals schon 2 Sommerspritzer getrunken. Mehr auch noch nicht. Ich bin gefahren, der Fifi war gut gelaunt, sagen wir so. Es war sein Auto, BMW 3er Serie, Silbermetallisé mit Fetzendachel, ein Mädchenauto. Er hat es getaugt, aber ich bin gefahren damit. Irgendwann bergab, sind wir vom Heurigen gekommen, rote Kelle, war ich schon sauer. Haben wir gedacht, okay, es will mir wieder jemand meine wertvolle Lebenszeit stehlen und habe mich dann später bin ich dann klüger gewesen, habe mich dann vielleicht nicht vorbildlich, vielleicht nicht klug verhalten. Ich sage Ihnen 3 Begriffe, die Sie bei einer Verkehrskontrolle vielleicht nicht gleich in den ersten 30 Sekunden zum Beamten sagen sollten, nämlich Alter, Bulle und Kieberer. Und du mögst auch nicht, ich weiß nicht wieso. Ich habe dann noch gesagt, 2 Sternerl, du kannst lesen und schreiben. Na, da war das Eis gebrochen, ich sag's euch, wie es hieß. Der ist zur Höchstform aufgelaufen. Der ist ums Automatum spaziert und hat da was gefunden und da was gefunden. Hat mir im 30-Sekunden-Takt irgendwelche 20-Euro-Mandate ausgegeben, die sind so reingeflattert. Ich habe aber nicht aufgehört zum Käbeln. Na, neben mir, der Fifi sagt, Gernot, kannst du bitte aufhören? Ich will nach Hause. Ich sage, nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Habe ich ganz ruhig gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt. Bevor mir die 20 ausgingen, gingen dir die Zählen aus. Schreib nur. Sinnloser. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Ich sage Ihnen, was der Fifi ist, dann gefahren alleine. Das war dem Beamten wurscht, dass der blunzenfett war. Der Fifi ist angefahren. Ich wurde einbehalten. Ja? Da reden sie ja dann so geschwollen, gell, wenn sie dann Amtshandeln tun. Hat er gesagt, ja, ich zeige fortgesetzt Uneinsichtigkeit, und er sieht sich veranlasst, mich disziplinieren zu müssen, bin ich schon mit meinen Armen auf der Motorhaube vom Polizeiwagen gehängt und habe eine Nacht in der Ausnüchterungszelle des Kommissariats von Berchtoldsdorf verbracht. Ich war nüchtern. Ich war so wütend. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Ich muss irgendwas tun. Und ich wusste, der Beamte, der es dann weiter tut, blieb mir gesagt, den lasse ich jetzt nicht schlafen, habe ich mir gedacht. Und Sie wissen, was ich kann? Ich kann laut singen. Habe ich gelernt, das habe ich dann gemacht, die ganze Nacht. Ich habe keine Minuten meine Augen zugemacht, ich habe durchgesungen. Immer eine Strophe eines Liedes. In der Früh, Triumph. Ich habe mir das geschaut, aber der hat Ringe unter den Augen gehabt, der Beamte, sind bis über die Kinnlade drüber. Den habe ich durchgehabt, der war fertig. Und damit Sie erahnen, wie quälend ich in dieser Nacht war, singe ich Ihnen diese eine Strophe genau einmal vor. Hau eine! The prison band was there, love began to wail. The band was trembling and the joint began to swing. You should have had the knocked out chair, don't sing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Oh, yeah. All right. Danke schön. Danke.
Ich habe 1,5 Jahre meines Lebens in Deutschland gearbeitet. Das war alles okay. Das war wunderbar. Das Schöne ist, man spricht basismäßig dieselbe Sprache. Je nach Dialektart kann man fast zusammenhängende Gesprächssätze mit den Deutschen austauschen. Nein, wir sind die kleinen Brüder und die kleinen Schwestern. Das ist so eine Hassliebe. Ich glaube, diesen Konflikt kennen wir alle. Und ich bin jetzt der Typ, es gibt vieles an Deutschland, was mir total gefällt. Zum Beispiel bei Großereignissen beim Fußball. Wenn wir rausgeflogen sind, dann halt ich immer zu den Deutschen. Welche Abteilung sind Sie? Halten Sie zu allen, die die Deutschen schlagen? Oder sind Sie auch so? Na, die Deutschen, schauen Sie, das Problem ist, Sie haben, glaube ich, ein bisschen ein anderes Temperament, eine andere Art, natürlich auch andere Dialekte. Und ich glaube, dass wir Österreicherinnen und Österreicher uns auch oft benehmen wie kleine Brüder und kleine Schwestern. Und manchmal, ich sage es euch ehrlich, gehen Sie mal am Socken, gehen Sie mal auf die Nerven. Zum Beispiel, wenn wir auf Urlaub fahren. Die sind ja überall, die sind überall. Du kannst ja nirgends hinfahren, wo die Deutschen nicht sind. Und dann hast extra, das Wichtigste für mich ist, wenn ich ein Hotel buche, Adults Only. Ich habe keine Kinder, brauche ich im Urlaub nicht, brauche ich nicht. Und es muss leise sein, nur für Erwachsene. Und da habe ich einmal viel Geld ausgegeben. Und dann war ich in dem Hotel, bin ich angekommen nach einer langen, furchtbaren Reise. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt entspannen. Und dann habe ich über 2 Poollandschaften habe ich schon die deutsche Touristin gehört. Und die hat die Landessprache gesprochen. Ich habe sofort gewusst, dass die nicht von da ist. Die hat gesagt, una botella de vino tinto, por favor. Ich horche la paella muy famoso, muchas gracias, la cuenta, por favor, buenas noches, hasta la próxima vez. Möcht man sofort umdrehen und nach Hause fliegen. Die hat 115 dB Stimmvolumen gehabt, Wahnsinn. Dann am nächsten Tag am Strand, von links hast du gehört, kannst du mir mal das Sonnenspray rüberreichen? Dann von der anderen Seite, mir ist übel, das muss wohl der Frühstücksjoghurt gewesen sein. Die geben ja auch gerne unseren Hauptwörtern, unseren Substantiven, andere Geschlechter. Dann liest man noch im Duden, stimmt es? Die machen mich wahnsinnig. Na, normalerweise, ja, der Joghurt, was hat der Joghurt, hat der einen Bart oder was? Conchita Wurst, der Molkereiprodukte, was soll das? Das Spray, es Spray, ja, Wahnsinn. Würde es einem Österreicher oder einer Österreicherin jemals einfallen, einen deutschen Touristen, einen deutschen Gast sprachlich zu verbessern? Nie, nie, nie. Das machen wir nicht. Die Deutschen machen das dauernd, weil sie wähnen sich ja natürlich im Vollbesitz der deutschen Hochsprache. Ich habe draußen gearbeitet, ich war naiv. Bin ins zum Supermarkt und gesagt, darf ich bitte ein Sackerl haben, dann mehr, aber nicht braucht. Die Verkäuferin mit Trompetenstimme, Sie meinen wohl eine Tüte? Ich hab gesagt, das kann man leiser sagen. Erst. Sie haben mich zum Weinen auch gebracht. Ich war in einer Bäckerei, weiß ich noch ganz genau. Ich habe vor mir gesehen, die Mutter aller Topfenkulatschen. Das war ein Mörder-Topfenkulatschen. Und ich wollte sie wie nichts anderes. Und ich hab schon buchstabiert. T-O-P-F-E-N. Nein, ich musste Quacktasche sagen, laut, um eine Topfenkulatsche zu erhalten. In Stuttgart hat es auf einmal Hefeteilchenkassen. Die sind sich ja auch nicht einig. Das ist. Und wir Österreicher, wir sind so zuvorkommend. Entschuldigen Sie bitte, auf unseren Kreidetafeln in der Gastronomie, da liest man schon des Öfteren dann. Rinderkraftbrühe mit Eierpfannkuchen schreifen, Weißfrittatensuppen nicht verstängern, unsere Gäste. Da liest man schon Schweinschnitzel Wiener Art mit Pellkartoffeln und Tunke. Die tun ja gerne über paniertes Fleisch am Bratensaft drüber. Ich meine, das machen sie gern, die Deutschen. Das sind schon, ist eine andere Kultur, seien wir uns ehrlich. Da muss man schon irgendwie sehr offen sein. Und wenn sie dann da sind, sind immer so laut. Wenn man sich dazu erkennen gibt als Österreicher, ein Ösi, haben wir immer Urlaub gemacht. Im Salzkammergut. Und dann später in Kärnten. Dann immer einen Ausflug gemacht vorbei an Villach. Gerade runter nach Udine auf dem Käffchen. Da mechert er ja mit der Faust, mechert er mal da durch. Das ist ja. Herzlich willkommen, sagen wir dann. Herzlich willkommen. Wir sind so freundlich. Einmal, Michael,
dass wir irgendwie auch genauso belehrend sind, wie Sie zu uns sind. Wenn ein deutscher Tourist in Wien zum Supermarkt geht und sagt, kann ich mal eine Tüte haben, dann sagt dann unsere Verkäuferin sehr gerne und gibt ihm das einfach. Na, die muss sagen, jetzt stößt ihr aber schnell noch einmal hinten. Das heißt, sag auch bei uns, eine Tüte tun wir rauchen. Und tschüss. Ja, aber nicht einfach nur. Aber wir haben natürlich, wir haben so viel gemeinsam, wir haben auch so viele deutsche Freunde und Freundinnen. Ein ganz lieber Freund, der Guido, Schauspieler, super Typ, hat mir einmal erzählt, er tut gerne campen. Er war im Zwei-Mann-Zelt auf einem Campingplatz in Italien, hat gehabt neben sich ein deutsches Paar in so einem Wohnwagen. Und er hat gesagt, die haben den ganzen Tag durchgeredet. Die waren so laut. Und er hat gesagt, selbst er als Deutscher, er hat gesagt, unerträglich. Das Schönste war, die Nacht haben sie wenigstens nur geschnarcht. Und einmal war er Zeuge eines hocherotischen Monologs des Campingnachbarn. Er hat mitten in der Nacht gehört, Uschi, Uschi, mach breit. Hab hart. Das war's jetzt, das ist das Zitat. Das ist Uschi, mach breit, hab hart. Offensichtlich wirbt so der Deutsche um die Liebesgunst seiner Gattin. Ich hab's sowas auch ausprobiert. Mein Freundin ist mir schon bei Uschi ausgestiegen. Aber nur zu. Ladies and Gentlemen, wir dürfen nicht so böse sein zu den Deutschen. Zusammenfassend, die sind nicht besser als wir, die sind nur mehr, die sind nur zehnmal mehr. Das ist der einzige Unterschied, den es gibt. Und ich kam zur Welt in Enstes, habe ich schon gesagt, und ich bin, das weiß ich inzwischen von mehreren Therapien, ich bin prophylaktischer Empath. Sagt ihr das was? Prophylaktische Empathen sind Menschen, die immer hineinspüren bei den anderen und immer ihre Handlungen so setzen wollen, dass es den anderen, der anderen durch ihr Wirken besser geht. Also ja, Sie kennen das bestimmt, weil ich spüre das ja, da sind ja heute sehr viele prophylaktische Empathen da. Menschen, die durch ihre Worte, ihre Werke, ihr Wirken die anderen heben wollen. Das Leben der anderen verbessern wollen. Moment, ich spüre ein bisschen eine. Fast ausschließlich prophylaktische Empathen. Hallo, liebe Gruppe. Danke. Ma, ist das schön. Auch viele Männer sind darunter. Und das sind Menschen, so wie ich, schon als Baby, habe ich zum Beispiel bei mir erzählt, habe ich mich immer so bemüht, dass ich ganz, ganz schnell getrunken habe. Warum? Damit meine Mama heute nicht so lange mit mir aufgehalten ist. Und während ich getrunken habe, also wenn ich da fertig war, da hat es gestaubt nachher. Da hat es gemacht. Und das war, ich war da ganz schnell und gleichzeitig habe ich versucht, alles, was in mir war, simultan in die Windel einzuarbeiten. Ist mir auch gelungen, das kann ich bis heute. Damit die Mama quasi in einem Aufwischen fertig ist. Und ich war trotzdem nicht zufrieden, weil wir prophylaktischen Empathen, wir sind ja anspruchsvoll, gell? Wir wollen ja eben da perfekte Leistungen abliefern. Und mir war das als Baby peinlich, dass ich eben da fremdgefüttert wurde, dass ich fremdgewickelt wurde, dass ich fremd an- und ausgezogen wurde. Das mag ich ja bis heute nicht. Können wir darüber reden? Zwei erwachsene Menschen haben sich verabredet. Sagen wir jetzt, ja, jeder weiß, worum es geht. Das Schlafzimmer ist zugesperrt für eine Stunde. Und im Hirn des Mannes schallt es vielleicht schon Juhu oder Liebhaben oder je nach sexueller Sozialisation Butter! Nein, ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut, dass ich das sagen darf. Ich hätte, ich schwör's Ihnen, die ersten 55 Jahre meines Lebens hätte ich sowas auf einer Bühne nicht gesagt. Aber ich bin draufgekommen, der Nia hat das schon bei seiner ersten Volksschulaufführung gemacht. Und ist super damit gefahren, warum soll ich mir ein Locher wegnehmen lassen? Und es ist wurscht, wie man es nennt. Weil man ist meilenweit davon entfernt. Weil man muss sich gegenseitig, und da muss man sich Zeit lassen, das muss man meisterhaft und hocherotisch machen, Kleidungsstück und
Umkleidungsstück vom Körper des anderen, der anderen hinunterschälen. Das darf man nicht schnell machen. Das muss man langsam machen. Nein, nein, das kommt erst dann dran. Da gibt es eine ungeschriebene Reihenfolge. Macht mich immer wahnsinnig. Wir haben alle Bilder im Kopf von irgendwelchen französischen, amerikanischen Filmen. Da gibt es so Striptease-Szenen. Das ist scharf, das schaut super aus. 2 Minuten, yeah, yeah, yeah. Nur, da vergessen wir, die haben 2 Monate gedreht für diese 2,5 Minuten. Das geht im echten Leben, jetzt sagen wir uns doch ehrlich, alleine auch als talentierter Mann einer Frau sexy, hocherotisch eine Bluse oder ein Leiberl ausziehen. Na toi, toi, toi. Geht doch nie. Die hat so ein Kopferl, die Frau. Dann kommst du mit der Bluse hier, dann macht das Kopferl, buff. Und auf einmal kriegst du das Kleidungsstück nicht über diesen Schell drüber. Du zerrst schon dran, wie wenn du einen störrischen Esel auf die Weide bringen willst. Irgendwann macht's Mua! Und sie hat die Haare so. Ist das sexy? Nein, ist es nicht. Darf man abkürzen? Nein, wir dürfen nicht abkürzen. Kleidungsstück um Kleidungsstück. Irgendwann ist man bei der Hosen. Hose, jetzt wieder modern, zum 100. Mal in meinem Leben. Röll-Jean. Antithrombosestrumpf für Erwachsene. Die Jungen glauben, das ist für sie erfunden, das haben wir schon 3 Mal weggeschmissen, den Blödsinn. Ja, wer die richtige Figur dazu hat, schaut eh gut aus. Nur, sagen wir uns ehrlich, beim Sex. Man kann Karolchen ausziehen, ohne dass die Unterhosen mit auf die Reise geht. Unmöglich. Darf aber nicht sein. Gibt ja die Reihenfolge. Dann tun 2 erwachsene Menschen so, wie wenn das gerade nicht passiert wäre. Das ist doch peinlich. Da zupft dann sie das Hosel so zurecht, also kommt das ganz am Schluss. Ja, dann möchte man schon heim vorher, das ist ja alles. Was für ein blödes Ritual. Irgendwann ist man dann beim Büstenhalter. BH! Wenn man es als moderner Mann nicht schafft, einen handelsüblichen Büstenhalter innerhalb der international genormten maximal 5,9 Sekunden meisterhaft mit geschlossenen Augen einhändig so locker aufzuschnippen und dabei auszusehen wie George Clooney, wenn er einen Espresso trinkt. Wenn man das nicht schafft, kannst du den Vorgang abbrechen. Da steht 20 Minuten später auf Instagram mit Bild, der ist impotent. Ist alles vorbei. Und Sie wissen, ich sage Ihnen was, ich tue mir jetzt nichts machen. Ich habe immer mein Schweizer Armeemesser dabei. Na, wenn es haken sollte, mir ist das wurscht. Ich schneide mir einfach durch die Kombination durch. Mir ist das wurscht. Sag ich noch, ja juhu, das neue oben ohne Lokal ist eröffnet. So ein deppertes Ritual da. Und irgendwann reckelt sich die Dame pudelnackert am Kanapé, weil wir Männer haben unsere Arbeit zu Ende gebracht. Und wir stehen da mit Socken an. Warum ziehen die Damen uns Männern die Socken nicht aus? Graust ihn, ne? Was ist das Problem? Wir sind inzwischen alle sehr gepflegt. Bitte zieh uns die Socken aus. Bitte, ich meine, wir schauen doch deppert aus damit. Wahrscheinlich wollen sie das, sie wollen uns scheitern sehen. Ich meine, hören Sie auf zum Klatschen. Wir besprechen gerade bestehende Probleme im Leben zwischen Mann und Frau. Zieh uns die Socken aus! Was gibt es Peinlicheres als einen nackten Mann in schwarzen Socken? Sie wissen es? Ein nackter Mann in weißen Socken. Bitte zieh uns die Socken aus. Und stellen Sie uns nicht in Augenblicken, wo wir schon in sexueller Ekstase sind, diese Selbstmordfragen. Hast du mich noch lieb? Wenn ich das nur her. Da stößt mir die Gänsehaut auf, aber nicht die gute. Hast du mich noch lieb? Wird nur gefragt, wenn es um die Beziehung gar nicht mehr so gut steht. Das ist eine Selbstmordfrage. Was du sagst, ist falsch. Hast du mich noch lieb? Ungefähr gleichzusetzen mit, findest du, dass ich in diesem Kleid dick aussehe? Ladies, was soll man sagen? Es ist nicht das Kleid. Was soll man sagen? Was man sagt, ist die falsche Antwort. Und ich sage Ihnen was, wir Männer sind so dankbar, dass man eine Frau in seinem Leben hat. Und da ist uns Frisur, Kleidung, das ist uns alles wurscht. Wir sind so dankbar, dass sie da ist. Und dann sagt sie, hast du mich noch lieb? Und der Mann denkt sich, ich sage jetzt die Wahrheit. Und ich sage Ihnen, was die Wahrheit ist. Der liebt sie, einfach so. Und der singt dann vielleicht nur, and I said, yes, babe, you look wonderful tonight. Und 7 Zehntelsekunden später liegst du blutend am Boden.
Weil komischerweise wollte sie das gerade in diesem Augenblick nicht hören. Sie hat es dir nicht geglaubt. Irgendwas, was in ihrer Reichweite war, hat es dir über den Schädel gezogen. Wir Männer, wir sind lernfähig. Wir haben dreimal, haben wir uns den Kopf blutig und dann beginnen wir zu reagieren, indem wir lügen. Sie wissen es, wir wissen es. Wir Männer lügen das Blaue vom Himmel herunter. Wir lügen, dass sich die Balken biegen. Aber warum machen wir das? Weil wir zum großen Teil prophylaktische Empathen sind. Weil wir wollen, dass unsere Worte, unsere Werke, unser Wirken ihr Leben besser, schöner und reicher macht. Und weil wir Männer den Weltfrieden erhalten wollen. Das waren die Worte der Lesung. Danke. Ich liebe Schlager. Natürlich, Sie wissen es, meine Zeit, wo ich Kind war, wo ich ein Jugendlicher war, wo ich das blau-gelbe Wunschkonzert gehört habe. Da waren noch andere Künstlerinnen und Künstler da. Und ich habe mir gedacht, im Laufe der Jahre, es ist Zeit für eine neue Kunstfigur, weil wir Österreicherinnen und Österreicher haben es ja gern beim Schlager, wenn einer ein bisschen exotisch klingt. Exotisch im Sinn von vielleicht so amerikanisch wie der Gus Backus oder so, gell, früher. Ja, oder vielleicht so spanisch wie der Julio Iglesias, so, weiß nicht, serbisch-russisch, meint man nicht so, afrikanisch, na, aber dann so, das, und dann haben wir gedacht, ja, Kunstfigur, ich erfinde einen mallorquinischen Schlagersänger und den lasse ich jetzt auf Sie los, nach dieser legendären gemeinsamen Nacht und wenn ich drehe mich jetzt kurz um und wenn ich mich wieder Ihnen zudrehe, dann wohnt mir dieser mallorquinische Schlagersänger inne und Sie müssen dann abgehen wie Hansi Hinterseer-Publikum. Gell? Also ich brauche dann einen unglaublichen Willkommensapplaus. Auf mein Zeichen dann bitte Ekstase. Jetzt! Hola, 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 muy bien, muchas gracias. Für alle, die mich nicht kennen, Señoritas y hombres, mein Name ist Richie Manfred. Muchas gracias. Ich komme aus Mallorca, ich bin dort geboren. Und ich habe früher gearbeitet in die Club Machik in Mallorca. Und vielleicht, ich habe viele Freunde gehabt als Animateur in die Club Machik aus Österreich. Und vielleicht haben wir irgendwann gemeinsam Urlaub gemacht. Vielleicht erinnern Sie sich, vielleicht haben wir gemeinsam Würfel gespielt bei diesem Swimmingpool. Vielleicht habe ich Ihnen beigebracht zu machen, die Surfen. Oder vielleicht habe ich mit deiner Frau geschlafen, du weißt nicht. Es war eine großartige Zeit. Und ich liebe die Österreicher. Warum? Sie haben immer den Namen von meiner Insel falsch ausgesprochen. Sie haben immer gesagt, Mallorca. Das stimmt nicht. Du musst es aussprechen mit ein bisschen Erotik und mit einer Welle. Musst du sagen, Mallorca. Nun werden wir alle gemeinsam versuchen, den Namen richtig auszusprechen. Ich gebe Ihnen vor eine 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann kommt von Ihnen mit bisschen Erotik, aber auch mit einer Welle, Mallorca. Sind Sie bereit? Die Antwort ist Sie. Sind Sie bereit? Sie. Sie auch? Muy bien. Atención. Concentración. 1, 2, 3. Es war dabei eine kleine Sautoilette auf die Seite da drüben. Aber sonst war das sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen in Sie verliebt. Ich möchte heute Abend eine Bühne von die Prada Baby mit Ihnen haben. Ich kann nicht versprechen, dass ich mich sehr kann kümmern um die Baby. Aber ich kann versprechen, wir werden die aufregendsten 41 Sekunden unseres Lebens haben. Señoritas y hombres, vorher singe ich noch ein Lied. Ein Lied von die Pfarrer von meiner Familie. Sein Name ist Bata Ilic.
Wir hatten einen kroatischen Pfarrer bei uns in Mallorca. Er hat mich gemacht, meine Taufung. Er hat mich gemacht, meine Kommunikation. Er hat mich gemacht, meine Firmung. Und als ich stand an die Schwelle vom Sein von der jungen Lilling zu dem jungen Mann, er wollte mit mich machen eine uralte mallorquinische Rauch. Er wollte mich entfernen, die Haut von meiner Form. Aber Gott sei Dank, er konnte sie nicht finden. Aber wir waren gute Freunde und ich singe nun gleich ein Lied, nachdem ich gestimmt habe, die Gitarre für Bata Ilic. Bata Ilic hatte seit seines Amtes in Mallorca eine Geliebte. Ja, er war ein gottesfürchtiger Mann, aber er war auch ein heißblutiger Mann. Er hatte eine Geliebte. Sie war Ordensschwester Barentalianerinnen. Schwierige Wort. Und sie war auch eine Nonne und sie hatten eine Beziehung und er hat immer zu ihr gesagt, schwarze Madonna. Obwohl er wusste nicht die Farbe von ihren Haaren, er wusste nicht, weil sie hat auch im Bett immer die Pinguinhaube aufgehabt. Aber er wusste von der Braue von ihren Augen und von der Schnur von ihrem Bart, sie ist eine rassige Frau. Und er hat ihr ein Liebeslied geschenkt. Die Gitarre stimmt. Ich singe nun mit der Gitarre den Vers Nummer 1 und dann kommt von Panti Capelli und wir alle singen gemeinsam die große Refrain von der Schwarze Madonna. Sind Sie bereit? Ja. Muy bien. Ich liebe Sie, te quiero mucho. Die Stadt lag im Schimmer des goldenen Mondes am Fluss, der brannten die Laternen. Da sah ich ein Mädchen mit traurigen Augen. Sie blickte einsam zu den Sternen. Aua! Warum lachst du? Richie hat weh. Eine Geburt ist nichts dagegen. Ist aus den Nullerjahren. Damals war politisch korrekt nicht so wichtig. Komm, lass deine Träne. Du schonst der Schonen. Ja, sie war auch Prinzessin von den Schoschonen. So sagte ich, du darfst nicht weinen. Mir kommst, dann wird morgen früh schon für dich und mich die Sonne scheinen. Senoritas y hombres, sind Sie nun bereit für die große Refrain von die Schwarze Madonna? Ich kann sie nicht hören, sind Sie bereit? Dann lasst es uns tun, vamonos! Alle singen! Es ist nie zu spät, das Flug kommt und geht. Schwarze Madonna, jeden Tag, jede Nacht, hier werden wir so glücklich sein. Du und ich, alle singen! Es ist nie zu spät, dein Kummer vergeht. Schwarze Madonna, heute schenk ich dir mein Herz und dann bist du nie mehr allein. Nun alle, ohne die Kapelle, nur du und ich. Es ist nie zu spät, das Glück kommt und geht. Schwarze Madonna. Ich habe steife Brustwarze. Jeden Tag, jede Nacht, immer werden wir so glücklich sein. Alle, vamonos! Es ist nie zu spät, dein Kummer vergeht. Schwarze Madonna, heute schenk ich dir mein Herz und dann bist du nie mehr allein. Heute schenk ich dir mein Herz und dann bist du nie mehr allein. Mi corazón. Heute schenk ich dir mein Herz und dann bist du nie mehr. Ah.
te quiero mucho. Muchas gracias. Danke für den schönen Abend, ladies and gentlemen. Ich danke Ihnen von Herzen. Muchas gracias. Ma, ma, ma.